Also herzlich willkommen zu meiner Präsentation Cannabis und seine Wirkung. Ich bin Oskar Corella und bin 14 Jahre alt. Und wie man an meiner Präsentation sieht, ist das ganz anderes als alle anderen Themen. Habe ich mir ausgesucht, weil es in meiner Klasse eine Zeit lang ziemlich Thema war. Und ich erzähle euch heute ein bisschen über die Herkunft und so andere Sachen. Der Name Cannabis kommt aus dem Italienischen, heißt übersetzt Hanf. Die Herkunft ist vermutlich aus Indien, das ist aber nicht so sicher. Wahrscheinlich ist es mit einem Teetransport nach Europa gekommen und hat sich dann über Nord- und Südamerika verbreitet. Und dann kommen wir auch schon zu, was ist Cannabis? Cannabis gibt es zwei Arten, einmal den berauschenden Hanf und den Nutzhanf. Aus dem Nutzhanf kann man zum Beispiel Hosen, Hemden, Seile herstellen. Und der berauschende Hanf ist halt da, um zu rauchen oder halt allgemein zu konsumieren. Dann gibt es einmal Marihuana. Das sind meistens die Blüten und Stängel, wie man auf der rechten Seite sieht. Das wird großteils geraucht oder gegessen. Dann gibt es noch Haschisch oder Peace nennt man es auch. Das ist Harz. Das sind meistens dann THC-Tropfen oder auch CBD-Tropfen. So. Dann gibt es natürlich den medizinischen Gebrauch. Der Körper hat sogar zwei Nervensysteme, die endokannabinoiden Nervensysteme. Die haben zwei Rezeptoren, einmal CB1 und CB2. Die können THC produzieren und aufnehmen. Heißt, der Körper hat das quasi und braucht es zum Leben. Dann Cannabis gibt es den Missbrauch. Natürlich auch, wie bei verschiedenen Medikamenten. Da einmal, weil die Leute anfangen aus Langeweile oder um cool zu sein, zu kiffen. Meistens auch die Probleme weg zu rauchen. Und das beginnt meistens schon sehr früh, so zwischen 14 und 16. Und das hat sehr starke Auswirkungen aufs Gehirn. Und hier sieht man auch noch eine Statistik: das Dunkelgrüne ist das illegal verkaufte und das Hellgrüne ist das legal verkaufte. So, dann gibt es natürlich auch noch Cannabis-Cremes und Salben. Einmal die Salben, die helfen gegen Entzündungen und sind sehr schmerzlindernd, also auch gegen Schmerzen wie Gliederschmerzen bei Erkältungen. Dann gibt es noch die Creme, die hilft gegen trockene Haut oder Schürfwunden, enthalten aber nur CBD. Nochmal zum Missbrauch. Wie gesagt, das hat sehr starke Auswirkungen aufs Gehirn. Da können Verhaltensstörungen auftreten oder körperliche Müdigkeit, und das passiert aber nur bei jüngeren Leuten. Dann kommen wir zum THC, das ist die Abkürzung für Tetrahydrocannabinol. Es ist berauschend, nicht so wie das CBD, aber da komme ich auch gleich noch dazu. Und es gibt auch, also es wird verschrieben ab 20%. Dann das CBD, heißt Cannabidol mit D. Das hilft bei Schmerzen, macht nicht süchtig und ist auch nicht schädlich fürs jugendliche Gehirn, soll man natürlich nicht falsch verstehen. Und es wirkt aber auch nicht berauschend, es wirkt auf jede Person anders. Dann gibt es noch das Hexahydrocannabinol, abgehört HHC. Es ist eine synthetische Cannabis-Sorte, das gibt es tatsächlich auch in der Pflanze, wird aber nicht rausgeholt, weil es so ein geringer Anteil ist, und deswegen wird es chemisch produziert. Es hat eine sehr hohe psychoaktive Potenz und es wirkt ähnlich wie THC. Dann gibt es noch das Cannabis-Gesetz, das hat der Mann durchgesetzt. Es ist besagt, dass man 50 Gramm straffrei unter Verschluss zu Hause besitzen darf, ab 18 Jahren. 25 Gramm darf man am Mann haben beim Nachhauseweg. Und der Konsum ist erst ab 18 oder 21 erlaubt. Und man darf drei Pflanzen pro Person, wo volljährig ist, zu Hause besitzen. Die darf man aber nur maximal 15% THC enthalten. Dann gibt es auch noch die Konsumarten. Man kann es inhalieren beim Kiffen oder in der Bong. Dann kann man es essen in Cookies, Muffins, Kuchen, halt alles, was man backen kann. Oder halt auch kochen in Nudeln.
zum Beispiel. Dann kann man es trinken in Kakao und Smoothies. Und HHC ist meistens in Vapes oder Gummibärchen. Kann Cannabis eine Sucht auslösen? Also es kann keine körperliche Sucht auslösen. Es kann nur eine psychische Sucht auslösen. Heißt, man ist, wenn man das nicht konsumiert, also im Fall eines Entzugs, schlecht drauf oder hat halt einfach keinen Bock aufzustehen. Und es ist auch meistens so, also es ist so, dass bewiesen ist, dass 0,4% der deutschen Bevölkerung Cannabis abhängig sind und 6,1% konsumieren Cannabis. Heißt, es sind umgerechnet 3,11 Millionen Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren. Entschuldigung. Die Wirkung aufs jugendliche Gehirn, wie gesagt, kann psychische Schäden können psychische Schäden auftreten, wie Verhaltensstörungen, Konzentrationsstörungen etc., wie ich vorhin schon gesagt habe. Und es kann auch man kann auch Psychosen bekommen, heißt, man kann Angst bekommen, Verfolgungswahn, wie zum Beispiel auch, dass man nicht mehr alleine im Dunkeln sein kann und halt alles, was mit Angst oder Platzangst zu tun hat. Dann die Statistik, es gibt auch eine Statistik natürlich, im Alter von 18 bis 64 Jahren ist der Konsum bei Männern bei 10,11% und der Konsum bei Frauen bei 6,8% der deutschen Bevölkerung. Danke fürs Zuhören.